Findest du es okay, eine Cornflakes-Packung unten aufzumachen? Ach ja, da ist die Tür. So Dinge muss man doch abhaken. Das muss man doch wissen, bevor man eine Beziehung eingeht. Wir wollten heute über Beziehungen auch reden, habe ich gesagt. Und ich glaube, dass das für viele gerade während der Pandemie ein super spannendes Thema war. So Beziehungen und was das mit Einsamkeit tut, was das vielleicht auch bei einem persönlich verursacht. Also ich habe ganz viele Freunde, die gesagt haben, ey, für mich war halt super, war voll die Zerreißprobe für meine Beziehung. Gibt aber auch Leute, die sagen, ey, für mich war das irgendwie das Allerbeste, jetzt eine Partnerin zu haben. So, ich bin jetzt tatsächlich verhältnismäßig lange Single. Ich bin jetzt seit 1,5, 2 Jahren Single. Ich war davor eigentlich die meiste Zeit in meinem Leben in einer Beziehung. Ich bin mit so 17, 18 bin ich in eine Beziehung gekommen, in der ich 8 Jahre war. Danach war ich 5 Jahre in einer Beziehung und dann hatte ich nochmal eine einjährige Beziehung. Das heißt, ein klarer Abwärtstrend erkennbar. Aber im Ernst, jetzt mal ohne Quatsch. Ich glaube, dass ich über die Jahre gelernt habe, dass... Was haben wir neulich, kam das Thema schon mal auf. Ich glaube, womit man immer vorsichtiger wird, oder ich hoffe, dass die meisten das werden, je älter man wird, desto weniger sollte man sich rausnehmen, über die Beziehung anderer Leute zu urteilen. Man wird immer wieder damit konfrontiert, dass andere Leute fragen, hey, was würdest du denn machen? Wie siehst du dieses oder jenes in meiner Beziehung? Und es gibt zum Beispiel Themen, bei denen ich wahrscheinlich eine sehr, sehr harte Meinung habe. So, zum Beispiel Eifersucht, für die ich einfach wenig Verständnis, also das heißt wenig Verständnis, ich verstehe, warum man sie hat, und ich finde sie nur natürlich, aber zum Beispiel zu erwarten, dass mein Partner immer, wenn ich sage, hey, ich bin eifersüchtig oder ich bin traurig, weil du mit mir weniger Zeit verbringst als mit deinen Freunden, automatisch sofort sagt, ja, nee, dann höre ich jetzt damit auf, damit du glücklicher bist. Das ist einfach was, was ich schwer nachvollziehen kann. Aber es gibt Beziehungen, in denen ist das normal, dass die beiden Menschen die meiste Zeit miteinander verbringen oder zum Beispiel immer die höchste Priorität füreinander haben. Nicht normal hingegen ist, dass hier schon wieder so eine kleine Stinkefliege ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann gar nicht so viele kleine Stinkefliegen ins Jenseits schicken, wie Stinkefliegen nachkommen. So, ich hatte, glaube ich, vorher in meinem Leben nie einen Punkt, an dem ich beziehungsmüde war. Und ich bin auch jetzt nicht beziehungsmüde. Aber ich finde, und das, damit schlagen wir vielleicht ganz gut den Bogen zum Thema Twitch zurück, für mich persönlich zum Beispiel gerade ist ein wichtiger Punkt, dass mein Alltag in anderen Rhythmen abläuft als der Alltag vieler anderer Leute. Für mich wäre zum Beispiel eine Beziehung, in der man sich nur abends sehen kann, schwierig bis einfach nicht machbar. Das ist nicht realisierbar für mich. Das kann ich nicht anbieten. Ich kann nicht jeden Abend uns nur sehen. So, das. Wie soll ich das machen? Ich arbeite mindestens 3 Abende die Woche, eher mehr, weil eben in der Regel auch Meetings und so an Abenden stattfinden. Und ehrlich gesagt habe ich meinen Rhythmus darauf einfach umgestellt. Ja, wenn es ohne Stinkefliegen läuft es in der Beziehung. Ich sag mal so, Stinkefliegen sind auf jeden Fall keine gute Basis. So, jedenfalls merke ich aber natürlich, und ich kann, im Moment bin ich an einem spannenden Punkt, und das ist, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass wir alle manchmal noch immer nicht, also ich glaube, was gut ist, ist, unsere Generation ist eine, die sich viel Gedanken darüber macht, was ist eine Beziehung und welche Regeln in einer Beziehung muss ich annehmen und welche nicht. Warum genau muss ich in einer Beziehung zum Beispiel in einer Wohnung wohnen? Und warum sehen Leute meine Beziehung als schwierig? Ich habe zum Beispiel Freunde, die sind jetzt auseinandergezogen. Die haben sich sehr gern und die wollen in einer Beziehung sein. Und die sind jetzt auseinandergezogen. Und das tut denen halt gut. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön merkwürdig, wenn dann jemand behauptet, ja, nee. Also, da sehe ich das Ende kommen. Da ist vorbei. So, manchmal ist Distanz ganz gut. Ich habe ja schon mal gesagt, für mich persönlich zum Beispiel in einem Bett schlafen, habe ich keinen Bock drauf. So. Das habe ich relativ spät in meinem Leben gemerkt. Das kann ich mal machen, als Kompromiss, wenn meine Partnerin das gerne möchte, aber das geht für mich nicht. Ich kann nicht so gut mit anderen Leuten in einem Bett schlafen. Ich schlafe dann schlecht und ich möchte einfach nicht immer müde sein oder unausgeruht oder unausgeglichen, weil mir irgendjemand irgendwo mal erzählt hat, dass Pärchen nun mal immer in einem Bett schlafen. Das heißt nicht, dass ich nicht kuscheln will und das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie intim sein möchte. Aber noch viel wichtiger heißt das auch nicht, dass ich irgendjemanden dazu einlade, seine Meinung dazu kundzutun, wenn das so ist. Ich sag euch ja auch nicht, ob das gesund ist, dass ihr jeden Morgen zusammen Cornflakes zum Frühstück esst, ob ihr Ketchup auf eure Nudeln tun dürft oder ob ich das ungewöhnlich finde, wenn man immer nur Filme zusammen guckt und dabei 2 Stunden kein Wort sagt. Und das sage ich vor allem nicht, weil mich das einfach nichts angeht. Mich geht das was an, wenn ich um Rat gefragt werde oder wenn die Dynamik einer Beziehung für eine Seite ungesund wird oder sogar für beide und ich mich als Freund oder als nahestehende Person in einer Verantwortung sehe, dazu was zu sagen. So. Aber die gleiche Zahnbürste nutzen ist okay, oder? Naja, jedenfalls, ich glaube, wichtig ist, und das ist das, worüber ich mir natürlich auch viele Gedanken einfach in den letzten Monaten mache. Wir haben
in so vielen Bereichen unseres Lebens haben wir uns das Recht erkämpft über die Jahre oder das Recht erarbeitet über die Jahre, dass wir neu überdenken dürfen, was uns glücklich macht. Durch, auch wenn Corona weiß Gott nicht viel Gutes hat, hat es zumindest für manche Leute jetzt das mit sich gebracht, dass ihre Arbeitgeber der Option offen stehen. Vielleicht kannst du ja ein paar Tage die Woche von zu Hause arbeiten. Vielleicht musst du ja nicht jeden Tag hier im Office deine Seele verfeuern. Nee, ich mach nur Quatsch. Aber vielleicht musst du nicht jeden Tag hier im Büro sitzen. Und in all diesen Bereichen erarbeiten wir uns nach und nach mehr Rechte. Wir können selber entscheiden, ob wir Fleisch essen oder eben nicht. Wir können selber entscheiden, wie wir reden, ob wir reden oder eben nicht. Und wir können Dinge hinterfragen, ob wir die in Ordnung finden oder nicht. Und das, glaube ich, Beziehung ist so ein essentieller Bereich in eurem Leben. Und wenn ihr jemanden habt, den ihr so gern habt oder so respektiert, oder mehrere Menschen habt, dass ihr mit denen in einer Beziehung leben wollt, dann setzt euch doch hin und redet über Dinge. Fragt die simplen Dinge ab. Aus meiner Erfahrung, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin gelernter Mediator und ich habe das sogar mal am Gericht gemacht. Also Mediatoren sind Streitschlichter. Und aus meiner Erfahrung ist der Großteil aller Konflikte, mit denen ich jemals zu tun hatte, auf Misskommunikation zurückzuführen. Eine Seite sagt nicht einfach, was das Problem ist. Also weil man entweder nicht in der Lage ist oder sich nicht traut. Und wenn ich, keine Ahnung, es gibt Beziehungen, die trennen sich dann lieber, als einmal klar auszusprechen, du, ehrlich gesagt, nervt mich, dass du mit der Steffi abhängst. Oder ich, keine Ahnung, ich finde das blöd, dass du zugenommen hast. Oder keine Ahnung. Und das sind nicht schöne Aussagen. Und das ist, vieles davon tut weh oder es tut auch nicht weh. Vieles davon ist schwer zu sagen oder nicht schwer zu sagen. Aber wenn man Dinge verhandelt, dann hat man die Chance, näher zueinander zu kommen. Und wenn man wenn man Normen nimmt und sich versucht, da durchzupressen, durch diese Kuchenform der Norm, also der Gleichförmigkeit, dann ist das Einzige, was passiert, dass man links und rechts was verliert, was zur eigentlichen Ganzheit von einem dazugehörte. Warum muss Beziehung heißen, dass ich was aufgeben muss, um glücklicher zu sein, was ich nicht aufgeben will? Es kann absolut sein, dass ich sage, ich möchte was aufgeben. Wenn ich in eine monogame Beziehung gehe, dann gebe ich zum Beispiel die Freiheit auf, potenziell mit anderen Leuten intim zu sein. Wenn ich in eine andere Stadt ziehe für eine Beziehung, dann muss ich aus der Stadt wegziehen. Und das kann man alles verhandeln. Aber nehmt das nicht alles so an, als ob man das muss. Und das klingt so albern, aber mir hat das so sehr geholfen, mein Liebesleben auch in den vergangenen Monaten einfach zu organisieren. Klar zu sagen, was für mich geht und was nicht geht. Und manchmal, also was mir auch einfach geholfen hat, und da muss ich jetzt auch sehr ehrlich sein, manchmal, und das kennen wir alle, hat man Gedanken, die sehen nicht gut aus auf Papier. So, wenn man sich ehrlich eingestehen muss, ich fühle mich zu jemandem vielleicht körperlich einfach nicht genug hingezogen. Oder wenn man sich eingestehen muss, ich habe vielleicht einfach nicht jemanden nicht genug gern, um dreimal die Woche meinen Abend damit mit jemandem zu verbringen, wenn das der Person wichtig ist. Oder ich möchte das aus anderen Gründen einfach nicht. Und da steht man manchmal wie ein Egoist da, oberflächlich, aber da muss man sich vielleicht eingestehen, dass man das ist in einem gewissen Maße und das auch lieber Leuten sagen und mit ihnen darüber diskutieren und sich und ihnen erlauben, ein Urteil zu fällen. Und da kommen wir auf den ganz letzten, nach dieser langen Rede, und dann gucke ich endlich mal wieder mehr in Kommentare. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, da haben wir über Lügen geredet. In den meisten Fällen sagt man Leuten nicht die Wahrheit, weil das einem selber besser tut. Man redet sich ein, man schützt jemanden damit, und manchmal tut man das wirklich, aber ganz oft ist es einfach nur leichter, nicht die Wahrheit zu sagen. Ich habe, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, recht schnell recht viel über alles geredet, als würde man einen Vertrag abschließen in puncto was geht oder nicht. Also, das finde ich einen super, super wichtigen Beitrag. Neulich hat irgendwann mal jemand zu mir gesagt, ja, aber wenn was von Anfang an schon so schwierig, nee, so kompliziert sollte Liebe doch nicht von Anfang an sein. Ey, je älter wir werden, desto komplizierter wird jeder Scheiß. Ich benutze nur noch eine Zahnpasta. Ich möchte das richtige Klopapier haben. Ich mag das Waschmittel, was nach Aloe Vera nicht so, riecht, nicht so doll. Und die IKEA-Bettwäsche kratzt auf meiner Haut. Als ich ein Kind war, war mir alles scheißegal. Wieso erwarte ich, dass ich mich so verliebe, wie ich mich als 13-Jähriger verliebt habe? Alles in meinem fucking Leben ist kompliziert. Ich bin ein weinerliches kleines Wrack. So, aber in meiner Beziehung soll ich das kompromissfreudigste, unkomplizierteste Etwas sein, das diese Welt jemals gesehen hat. So verliebe ich mich nicht, Alter. Bevor wir uns verlieben, müssen wir mal kurz über ein paar Dinge reden. Also, findest du es okay, eine Cornflakes-Packung unten aufzumachen? Ach ja, da ist die Tür. So Dinge muss man doch abhaken. Das muss man doch wissen, bevor man eine Beziehung eingeht. Schnarchst du? Ja, nein. Ja, da ist das Schlafzimmer, in dem du schlafen kannst. Ach, das sieht aus wie eine Besenkammer. Warum? Weil ich nicht mit dir in einem Bett schlafen will. Ey, Romantik heißt
so viele Fragen zu beantworten, dass man das Gefühl hat, die allerwichtigste Frage nicht mehr stellen zu müssen. Nämlich, verbringe ich gerne Zeit mit dir? Und damit man das tun kann, muss man all die anderen Fragen mal gestellt haben, wenn man älter wird. Je mehr ihr Charakter werdet, desto liebenswerter werdet ihr. Aber ich kann doch niemanden lieben, den ich nicht kenne. So, das funktioniert doch nicht. Das ist Pragmatik, aber keine Romantik. Das ist nicht wahr. Romantik ist, also ist Romantik dumm? Das ist dumm, tut mir leid, ist die Romantik kategorisch ignorant? Das sehe ich einfach anders. Das halte ich für eine, also das ist einfach meine persönliche Meinung. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber ich halte die Idee, dass Romantik kompromisslose, bedingungslose Liebe und Hinwegsehen über alle Probleme bedeutet, für verblendet. Aber ich bin im Moment auch nicht in einer Beziehung, weiß nicht, ob das ein Beweis ist. Ich habe trotzdem Menschen in meinem Leben, für die ich romantische Gefühle habe, so. Und jetzt kann man sagen, offensichtlich funktioniert es bei mir besser oder schlechter, aber auch das halte ich für eine gewisse Arroganz, über die Beziehungen anderer Leute zu urteilen oder zu sagen, Menschen, die Single sind, die haben keine Ahnung von Liebe. Vielleicht kennen die Liebe nur so gut, dass die noch nicht die Form davon gefunden haben, die sie glücklich macht. Checklisten sind halt ziemlich unromantisch. Ey, was das beschreibt, ist meiner Meinung nach, dass Romantik bedeutet, dass man Fragen einfach nur nicht stellt. Ja, das stört mich, dass du Mundgeruch hast, morgens und wir nicht küssen können, aber ich sag das nicht, weil das unromantisch ist. So. Und ich sag nicht, dass man das jeden Morgen sagen muss, aber wir wissen doch, dass das da ist. Wenn das die Romantik ist, die euch gefällt oder dir gefällt, ist das völlig in Ordnung. Wenn dir für dich Romantik bedeutet, dass man einfach Dinge nicht sagt, Fragen nicht stellt oder versuchen muss, Dinge zu ignorieren oder dass sie einen einfach nicht stören, okay, aber das ist halt nicht die Romantik, die ich schön finde. Ich möchte jemanden gern haben und ich möchte jemanden lieben und respektieren für den Menschen, den ich kenne. Liebe fängt meiner Meinung nach einer ganzen Weile an. Liebe ist eine tiefe, emotionale und intellektuelle Verbundenheit zu einem anderen Menschen. Ich habe in meinem Leben Menschen geliebt, aber ich zum Beispiel habe kein Verständnis dafür, wie man Menschen nach kürzester Zeit an den Kopf werfen kann, ich liebe dich. Das ist aber auch sehr persönlich und es wäre ignorant, wenn ich sage, das geht nicht. Aber für mich geht das nicht. Liebe habe ich erfahren in meinem Leben, romantische Liebe zu anderen Menschen und die war für mich komplex, kompliziert, aber auch sehr erfüllend. So. Und je einfacher man sich Liebe macht, dann fühlt die sich vielleicht genauso belohnend an, aber ich für mich persönlich habe dann irgendwann in Frage gestellt, ob ich sie so gut finde. Wir uns jetzt wieder lieb. Wir haben uns die ganze Zeit lieb. Wir diskutieren ja nur. Also im Chat ist ja, ne, also ich würde sagen, 99% sind doch super gute, wichtige Beiträge. Und es stimmen halt nicht alle mit mir überein. Finde ich völlig in Ordnung. Also, ich meine, das Ding ist doch auch, das ist genau, was ich doch sagen möchte. So, also es ist jetzt immer so schwach zu sagen, das ist genau, was ich euch erzählen wollte. So, aber es ist halt super gut, dass ihr in der Lage seid, mir zu sagen, so sehe ich Liebe nicht. Mega gut. Dass man sagen kann, hey, das ist für mich... Ich kann nicht 100% sagen, was Liebe ist, aber das ist es nicht, zum Beispiel. Oder ich kann sagen, was es ist, ist nicht das. Das mit dem Mundgeruch sagt man nicht, weil es unanständig und unhöflich ist und weil man nicht der Nabel der Welt ist. Das ist doch keine Frage der Romantik. Ey, wenn ich dein Freund wäre, ne? Oder dein Partner. Und du mir nicht sagen würdest, dass ich Mundgeruch habe, würde ich denken, dass du nicht allzu viel auf mich gibst. So. Also, knutscht man dann rum und denkt die ganze Zeit so, dann kann man doch einmal sagen, hey, ist morgens, wir haben vielleicht beide gerade ein bisschen Mundgeruch, wollen uns kurz die Zähne putzen, dann macht das Küssen auch mehr Spaß. Kann man doch sagen. Das ist doch das Gegenteil. Wenn ich denke, also es geht doch um jemand anderen. Ich möchte doch auch, keine Ahnung. Aber wobei, nee, das stimmt, das ist schwach. Schwaches Argument von mir, aber ich finde das nicht unhöflich. Ich kann nur das Beispiel Krümel im Bad. Gute Freunde, ich sag selbst Fremden, mit denen ich mich unterhalte, ach, sie haben da übrigens was. Ich möchte auch keinen Krümel im Bad haben. Ist schon ganz nett, wenn man das sagt. Frau Müller, Sie haben da übrigens einen Schnitzel im Bad. Schuppen auf der Schulter. Das ist schon wieder ein schwieriges Thema, aber man kann halt sagen, hey, Sie haben da ganz viel weißes Zeug auf der... Ja, wobei bei Schuppen, die meisten Leute, die Schuppen auf der Schulter haben, wissen, dass sie Schuppen haben. Aber ist halt Kontext. So, schwierig. Gibt Beispiele, würde ich es auch nicht sagen. Nutella im Bad. Wie stehst du zum Thema sexuelle Kompatibilität in der Beziehung? Also wenn der Partner unterschiedliche Einstellungen zur Intimität hat. Ich will dazu was sagen, aber ich passe immer ein bisschen auf, weil ich natürlich nicht, ich möchte nicht preisgeben, die Ex-Partnerin kennt keiner, aber trotzdem geht das ja einfach niemandem was an. Ich hatte auch schon Beziehungen, in denen wir unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie unsere Intimität aussehen soll. Und letztlich ist das Einzige, was uns geholfen hat, da offen drüber zu kommunizieren und dann halt uns auch einfach, wir haben uns damals halt viel durchgelesen, haben uns Bücher gekauft, uns gebildet und haben versucht, eine Herangehensweise zu finden, die uns beiden einfach Freude macht, so. Und so viel Druck rauszunehmen, wie es geht. Also, ich habe so spät leider, also,
ich habe in meinem Leben einfach viel zu spät begriffen. Mir war immer klar, dass Druck aufbauen und Sexualität, also dass quasi, dass, ja, dass das nicht gut zusammen funktioniert. Jetzt, hahaha, Druck, hahaha. So, aber... Und das sollte jedem klar sein, aber wie wichtig das ist, das fällt einem auch manchmal leider erst auf, wenn man selber in der Position ist. Ich war in Beziehungen, in denen ich mich intim unter Druck gesetzt fühlte. Und das ist richtig schwierig. Das ist so schwer, aus dieser Dynamik zu kommen. Und das schafft man einfach nur, wenn man gegenseitiges Verständnis entwickelt. Wenn man versteht, warum jemand mit einem schlafen möchte. Und dass das manchmal nicht nur intimer Zwang ist und Trieb. So. Dass es Menschen gibt, die über Intimität und Sexualität einfach auch ganz stark ihre emotionale Verbundenheit ausdrücken. Und dass es für sie super wichtig ist. Und wie weh diesen Menschen diese Zurückweisung tun kann. Und auf der anderen Seite, wenn jemand einfach nicht genug Zuwendung auf einer anderen Ebene kriegt, dass dann dieser Druck in der Sexualität und Intimität sich noch viel schlimmer anfühlen kann. Ich finde, das ist so einer der Kernaspekte, die so wichtig sind in der Kommunikation und bei denen so vielen Leuten es so schwer fällt, darüber zu reden. Und das ist nachvollziehbar, weil wir uns verwundbar machen, aber je verwundbarer du dich machst, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass dein Gegenüber dich, wenn du vertrauen, also wenn es jemand ist, mit dem du gerne zusammen bist und dem du vertrauen kannst, dass diese Person dich verletzen will oder möchte oder das auch tut. Niemand ist es euch schuldig, euch zu lieben. Niemand ist es euch schuldig, mit euch zu schlafen. Und ihr seid das genauso niemandem schuldig, eins von diesen beiden Dingen mit jemand anderem zu tun. Das sollte man tun, weil man das möchte. Und wenn ihr das nicht schafft, in einer Beziehung eine Atmosphäre zu erzeugen, die dazu einlädt, einander zu lieben oder einander körperlich zu lieben, dann muss man daran arbeiten, weil das ist nicht gesund, meiner Meinung nach. Sex ist eben nicht das Wichtigste in einer Beziehung, sagst du. Also, ich kenne Freunde, die sagen, für mich ist Sex das Wichtigste. Und das finde ich auch in Ordnung. Das ist halt mein Punkt. Jeder soll selber entscheiden, was in seiner Beziehung wichtig ist.